Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus Buch zu heute einer weiteren Folge Eurotrack Simulator 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir werden heute mit den DAF XF Euro 6 unterwegs sein, 460 PS. Und ja, beim letzten Mal, wo wir mit den DAF unterwegs waren, haben wir hier Halt gemacht. Und ich dachte mir, boah, wir nehmen mal den Putzlappen, wischen mal kurz über den LKW und zack, haben wir eine neue Lackierung. Ja, gut, alles klar. Grüß dich, Edeltraut. Wir werden jetzt mal roundabout 260 Kilometer fahren. Hauptsächlich Landstraße werden wir wahrscheinlich fahren. Und deswegen müssen wir uns ein bisschen sputen. Die hatten wir das letzte Mal abgeliefert, haben ein bisschen Pause gemacht. Und jetzt können wir mit dem DAF eine weitere Runde drehen. Ach, schön. Ah, DRL steht immer noch da. Oder ist das Zufall? Keiner weiß es. Gut. Wir werden mal ein bisschen hier... in Bulgarien sind wir jetzt gerade. Da haben wir ja auch mit dem LKW hier Halt gemacht. Es ist auch ein wenig später. Wir werden so leicht in die Abenddämmerung fahren. Denke ich mal. Wir haben es nämlich jetzt hier 15 Uhr. Also werden wir so schön gemütlich in die Dunkelheit oder in den Abend cruisen. Und das ist ja auch immer wieder so eine Sache, was ihr euch ja auch immer ein bisschen wünscht. Auch Regen. Ich weiß, ihr wollt unbedingt auch, dass ich mal in Regen fahre. Das können wir gerne im Livestream immer mal forcieren. Und für alle, ne, ich nehme das Video hier am 13. Juni auf. 13.06.2020. Ich sage das immer so gerne, weil ich jetzt sage, zum jetzigen Zeitpunkt läuft der Multiplayer nicht. Ich weiß nicht, ob er dann läuft. Ja, deswegen sage ich das immer, falls da irgendwelche Irritationen manchmal kommen. Ja, ich habe immer nur Zeit am Wochenende ein paar Videos aufzunehmen. So, ja, hier kann man ja mit einer LKW 90 fahren. Das ist immer für mich ganz schön, hui, schnell. Ihr könnt ja mal ein bisschen schneller machen, wenigstens auf 80. Dass wir jetzt gar nicht so auf die anderen Fahrzeuge aufschließen. Wir haben jetzt... oh, siehst du, wir fahren sogar ein paar Streckenabschnitte. Wir sind schon mal auf der anderen Gegenstrecke mal lang gefahren. Aber wir fahren hier ein bisschen was frei. Das ist schön. Auf der Promo 246. Ist denn jetzt eigentlich das Event schon vorbei mit der Brücke von Genua? Frage ich jetzt einfach mal so. Jetzt gar nicht mehr so richtig drauf geachtet. Oh, wir müssen rüber, wir müssen ja rüber. Eieieiei. Schon wieder fast, war ich ja fast hier schlafen. Wieder mal. Ach doch, wir sind hier lang gefahren. Ja, stimmt, wir sind von der Ecke gekommen. Ah, ja, hier die zwei Tankstellen. Aber wir fahren jetzt eine ganz andere Ecke weiter. Ich glaube, nach Bosnien rüber. Ich bin mir nicht so 100% sicher. Aber es ist eine schöne Gegend hier. So. Gucken wir mal. Wenn wir auf die Autobahn raufkommen. Wir ein bisschen Kilometer machen. Oh, hier oben. Ach, fährt sich gut der Truck. Und der Blinker hört sich gut an. In diesem Blinkerzaun habe ich mich schon ein bisschen verliebt. Link zum LKW findet ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Ich habe das hier aus dem SCS-Forum, habe ich den jetzt geladen. Ich habe da jetzt mir direkt einen Link gemacht, wo ich dann dort die LKWs wieder runterlade. Wenn ich jetzt... Ich gucke jetzt nicht immer hundertprozentig, ist es jetzt der neueste Truck und dies und das, aber der, der halt für die Version funktioniert. Und dann lade ich es da dann halt immer mit runter. Oder halt, wenn ich es woanders finde. Ui, ab und zu habe ich hier so eine kleine Ruckler. Das ist, wenn ihr zu viel Mods drin habt, ja. Oder wenn ihr auf diesem Profil, das muss ich ja auch noch mal ein bisschen erklären. Das ist hier mein Fahrprofil. Damit nehme ich, da fahre ich den Multiplayer. Da fahre ich andere Sachen hier.
ob nun die Russ-Map oder andere Sachen und. Und wenn ich dann hier das mal aufmache, oh nee, falscher Knopf, Spiegel will ich nicht, der hier, ups, oh doch, wir müssen runter, ja, ich kann ja kurz mal da vorne anhalten, also, ja, guten Morgen, Marie, so, mache ich das mal an und ihr seht, da sind viele, viele gelbe Sachen, ja, das ist halt entweder was mit Zaun, Trailer, blablabla, oder halt auch Garagen, die dann, zum Beispiel habe ich jetzt nicht die Russ-Map drin, aber habe da vielleicht irgendwelche Garagen mal gekauft. Und dadurch will er die immer laden und sucht und was weiß ich. Keine Ahnung, wie es da ist. Und dadurch sind in diesem Profil einige Fehler. Wenn ihr Fehler habt und das Spiel nicht mehr möchte, ja, dann versucht einfach mal ein komplett neues Profil zu wählen. Normalerweise müsste ich jetzt für die Pro-Mods ein eigenes Profil haben. Für meine Mods habe ich ja extra noch ein Profil. Da habe ich mir mal eins runtergeladen mit ganz viel Money. Euch dann so viel wie möglich Sachen zu zeigen. Aber solange wie das hier läuft, dann läuft es. Ja, dann ist mir das nicht ganz so wichtig, dass da was gelb ist. Und solchen kleinen Pixer hier, die kann ich schon irgendwie vertragen. Aber hier mit einem Schild hier oben. Sein hier schon wieder Baustelle, aha. Da wird ordentlich gebaut hier. Ah, ist ja schön, was hier vorangeht. Ah ja, bin ich schon mal nicht lang gefahren, also das ist auf jeden Fall für mich neu. Ja, ich glaube, bin ich ja... Habe ich mir auch diese Strecke hier ausgesucht, dass ich hier ein bisschen flexibler bin. Bei der Streckenauswahl. Warte mal, fährt denn der hier rüber? Achso. Jetzt will ich auch mal was anderes sehen. Egal was für ein Land. Hauptsache die Landschaft sieht bezaubernd aus. Und wir haben hier ein bisschen Abwechslung auf der Strecke. Ja, wäre natürlich auch immer mal wieder durch Deutschland cruisen. Kein Ding. Ja, aber wenn ich jetzt hier so in die Wildnis hier reinfahre, das ist schön. Mal gucken hier. Das ist so nach leicht bergig aus. Ich fahre mal mit meinem bisschen langsamer hier werden. Ah. Ich komme ganz schön ran hier an den John hier vor uns. War jetzt, wie gesagt, oh, jetzt muss ich doch bremsen. Oh, schu. Alter Schwede. Oh. Feuer und Flamme bin ich jetzt schon wieder. Schönes Gebiet hier. Was willst du machen, ne? Fährst du halt hier so mal mit dem LKW die Strecke hier ab. Und ich finde es irgendwie jetzt momentan ganz geschmeidig, nur 5 Videos die Woche aufzunehmen für einen Euro-Truck-Simulator. Ah, jetzt ist schon wieder so eine... Ja, gespannt, wo wir jetzt lang müssen. Also welches Land wir jetzt bereisen. Ja, hier. Da kommen wir da durch. Naja, sieht alles gut aus. Wieder mal am Grenzübergang. Stehen wir wieder hier. Alles wird kontrolliert. Hast du Wechselschlüpper dabei? Ja, aber auf jeden Fall. Aber sie ist schon benutzt. Na, dann darfst du nicht einreisen. So, Olga. Wo bist du denn? Mach mal auf die Luke. Prüft gerne die Papiere. Alles in Ordnung. Naja. Was anderes hätte ich ja nicht erwartet. Ist hier Montenegro oder so? Flagge? Mazedonien. Nordmazedonien. Ah! War ich ja fast richtig.
Ah, verdammt, ich bin falsch reingefahren. Zwei dahinter. Ach. Ja, wenn man hier diese Zeichen eingeblendet hat, dann ist es natürlich ein bisschen einfacher. Da jetzt richtig zu gucken, ob man dann auf dem richtigen Weg ist. Aber ich habe es, wie gesagt, gerne, wenn das nicht so der Fall ist. Los, wo fährt denn der nicht? Lass mich nicht da nicht kontrollieren. Oder hat das hier irgendwie eine Macke? Ja, das ist eine Macke. Der kontrolliert hier nicht so richtig. Naja gut, dann muss ich bescheißen. Naja, geht nicht anders. Wenn's nicht will, dann wird's nicht, ne? Müssen ja auch irgendwann mal vorankommen. Aber man merkt schon langsam, die Sonne geht ein bisschen so in die Knie. Aber schreibt mal rein, habt ihr da auch manchmal Probleme? Ich habe jetzt, wie gesagt, ab und zu mal hier so leichte Mautprobleme. Der will nicht, dass ich das Land verlasse. Ach, Gottchen, was muss ich jetzt hier machen? Das ist ja hier... War ich eine ordentliche Schleife? Tja. Muss ich jetzt auf dem Parkplatz hier fahren oder was ist hier los? Das ist ja eigentlich mein Parkplatz. So führt er mich hier hoch. Stehen vor ein paar LKWs, aber warum, weshalb, wieso, wie ist okay dann, ne? Wir werden die Papiere nochmal geprüft. Hä? Verstehe ich nicht. Ach, ich musste jetzt zum Sonderzollamt oder was? Hier werde ich nochmal, separat kontrolliert. Schlafen will ich eigentlich nicht. Oh, warte mal. Keine Ahnung, warum der mit mir jetzt so eine Späßchen gemacht hat hier. Wer weiß. Die haben mich halt auf den Kicker, ne? Denke ich auch hier gleich rumfahren können, aber naja. Oh, jetzt fahre ich wieder zurück. Ist ja auch falsch. Ach, ey. Rückwärts ein paar. Rückwärts fahren mit Maximus. Wir sind ja hier lang. Einfach nur so abbiegen müssen, ne? Mich jetzt irgendwie vom Navigationssystem ganz schön veröppeln lassen. Ja, weil man hier nicht abbiegen kann, deswegen sollte ich die Schleife machen. Ist ja auch irgendwie ulkig gemacht. Ja, okay. Ich hoffe, ich bin jetzt wieder richtig on the road, ey. Oh ja. Hat ja überhaupt keine Zeit gekostet. Wir haben noch 120 Kilometer, also. Na gut. Ja, wenn man so außen fährt, ist das immer ein bisschen tricky, ne? Oh, jetzt muss ich mal ein bisschen Mühe geben. Weil wir haben noch einen ordentlich Kilometer hier vor uns. Und die Zeit hängt uns im Nacken. Ich glaube, das Video werde ich am Samstag hochladen. Ja.
Denke ich schon. Dass sie es am Samstag machen. Ach, schön. Es ist immer wieder herrlich. Strecken hier abzukursen, die man selber noch nicht so gesehen hat. Und dann sich mal die Gedanken zu machen, welche Ambition hat derjenige gehabt, der das hier gemacht hat, ja? Also, das ist ja jetzt nicht nur beim Euro-Truck-Simulator, das ist ja bei vielen, vielen Spielen. Wurde denn, siehst, da sind jetzt da ein paar Bäume, da ist jetzt da irgendwie ein Schuppen. Hier zum Beispiel ist jetzt hier so ein Zaun, ne? Der wahrscheinlich so ein Wildzaun sein soll. Also, der das Wild nicht auf die Straße raufrennt. Ah, jetzt, wie die Sonne langsam so untergeht. Ach, schön. Ja, das ist schon... Gefällt mir. Da machen sich welche auf jeden Fall Gedanken. Und das ist halt auch ein großes Problem überhaupt an der Videospielkultur, dass man manche Sachen gar nicht so richtig wahrnimmt. Einfach nur schnell durchhetzt, weil die Spiele einfach auch manchmal viel zu groß sind. Dann ist man dann halt so ein Getriebener, ne? Naja, jedenfalls hat man jetzt eine Sonderkontrolle am Zoll. Wir hatten jetzt doch nichts gefunden. Ja, was willst du da erwarten, ne? Vorarbeit ist alles. Oh. Jetzt aber. Jetzt sind wir richtig auf der Piste. Jetzt ist wieder Autobahn angesagt. Aber die Nacht kommt. Und wir haben noch 70 Kilometer. Ne, doch. Passt schon ganz gut. In die Abenddämmerung. Die Nacht hinein. Die ganzen LKWs da hinten. Die ganzen Lichter. Das ist schon schön. Fahren. Ich war Edeltraut. Da haben wir es wieder geschafft. Oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier schon? Haben wir ja nochmal eine Zollkontrolle oder was? Das kann doch nicht sein, dass hier andauernd irgendwelche Zollkontrollen sind hier. Fahren wir jetzt hin? Was für ein Land? Wir sind ja jetzt in Nordmazedonien. Fahren wir jetzt nach Bosnien? Ach, ich hab doch keine Ahnung von hier. Ach, guck an, gibt's hier auch wirklich. Jetzt mal ohne Flachs, gibt's hier unten wirklich Aldi? Wundern würde es mich nicht, wenn hier Lidl und Aldi auch noch ihre Sachen machen. So, ja, das sollte jetzt funktionieren. Die Überprüfung der. Der Unterlagen. Das ist ja jetzt schon das dritte Land, wenn wir jetzt reinfahren. Ich bin gespannt, also alles in Ordnung? Ja, Kontrolle ist halt alles. Bleiben wir gleich mal hier. Welcome to Serbien. Ah, siehst du, Serbien sind wir jetzt. Naja. Na dann. Ja, mal hinter Aldi hinterherfahren. Ja, ein bisschen rollen lassen. Ah, das frisst natürlich wieder Zeit. Oh, LKW an LKW. Hinter uns sind die nächsten Trucks. Da kommt noch ein Auto hinterhergefahren. Der ist wahrscheinlich doch ein bisschen falsch hier. Ja, dadurch wird jetzt so ein künstlicher Stau generiert, ne? Habt ihr gehört? So, machen wir mal die Scheibe runter. So.
Der guckt schon auf die Uhr, ja. Ist gleich Feierabend. Ah ja. Komm ich auch. Schon so doof geguckt. Den jetzt einfach so ein bisschen rollen lassen. Hört sich doch klasse an, wenn man hier in so einem Tunnel ist. Im Zaun. Also ich weiß ja nicht, was die immer so jammern haben. Mal gleich, wenn wir hier losfahren, mal Leerlauf machen. Wieder anders an, ne? So, alles geschafft. Wir haben es wirklich in drei Länder sind wir heute gefahren. Aber jetzt müssen wir endlich mal unsere Fracht hier abgeben. Der macht hier wahrscheinlich noch ein Päuschen oder was will der hier, Aldi? Ach, der wollte Pause machen. Der Parkplatz ist nicht voll genug. Oh, jetzt kommt auch noch eine Mautstation. Ich werd verrückt. Kann ich hier gerade ausfahren? Ja, das ist eine gute Lampe, also sollte das funktionieren. So. Oh, 6 Euro. Hammer. Ah, da haben wir sogar den Bus überholt damit. Ah. Also merkt schon, dass er hier mit seinen 460 PS ganz schön braucht. Was haben wir denn an Ladungsgewicht? Naja. LKW-Batterien. Also eine Batterie ist ja auch ordentlich schwer, ne? Also das ist. Selbst nicht mal die LKW. Auch nicht mal die LKW-Batterien, selbst die Autobatterien, die wiegen schon einiges. Also. Da muss man schon vorher ein paar Koteletts gegessen haben. Naja, wir haben es geschafft. Das ist heute die Folge mal ein bisschen länger, aber naja, ich denke mal, wenn ich das hier am Samstag rausbringe, dann werdet ihr auch nicht böse sein, dass ihr da noch eine zusätzliche Packung Euro Truck Simulator bekommt. Ja, das denke mal, da wird er nicht böse sein. Und wenn ich dann eben ein bisschen frei habe, dann gibt es auf jeden Fall ein paar Touren Livestream Euro Truck Simulator, ne? So, was ist denn jetzt hier schon wieder Phase? Pleiten, Pech und Pannen heute hier oder was? Ach, der will nur rum. Ah, ist wieder so eine bekloppte Kreuzung, wo keine Ampel ist, ne? Ja, dann wünscht man sich doch einen Kreisverkehr, ne? Oh, dann hoch mit der Luzi hier. Ah, hier ran und dann gleich rum hier. Boah, ist ja dunkel heute. Ich hoffe, der eine oder andere freut sich, dass ich mal wieder im Dunkeln unterwegs bin. Gut, bei den Livestreams kommt es natürlich immer wieder vor, dass wir dann dunkeln fahren, aber da lasse ich ja dann auch immer wieder ein bisschen abstimmen, wie wir es dann machen, hell, Regen oder ohne. Das werden wir auf jeden Fall weiter so machen. So. Dann prühlen wir auch lang hier. War jetzt so knapp. Linka wollte nicht alleine ausgehen. Ja, so ein Abbiegelicht wäre jetzt auf jeden Fall auch nicht schlecht, ne? So. Wir sind angekommen. Lange, harte Stunden auf dem Bock. 22 Uhr haben wir es ja mittlerweile. Hunger treibt den LKW-Fahrer zur Höchstleistung. Seine Fracht pünktlich
abzugeben. So, na dann. Ach, hier ist es doch. So, wir machen Schnellentladung, weil ich kriege jetzt wirklich Hunger. Wir haben es jetzt schon 13:30. Und dann soll nichts gegessen. Deswegen werde ich mir jetzt erstmal was Kleines reinziehen. So, das war's erstmal. Mal gucken, wann wir wieder den DAF sehen. Vielleicht sehen wir auch bald mal wieder den alten DAF oder einen ganz anderen LKW. Ihr könnt das gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Und wir werden auch wahrscheinlich mal bald wieder anfangen mit dem Wunsch. Ach, das geht ja wieder nicht. Wir können ja keine Umfragen mehr machen hier. Ja, dann muss ich eben ein bisschen so auf die Kommentare achten, die unten reinschreibt, welchen Truck wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Vielleicht gibt es ja schon ein paar Findige, die gesagt haben, das letzte Mal bist du mit dem LKW vor so und so vielen Wochen gefahren. Oder vor so und so vielen Tagen. Den LKW, den ich am längsten hier fahren bin, den können wir ja mal wieder zeigen. Naja, habt ihr auf jeden Fall eine Aufgabe. Ich bin aber jetzt erstmal raus. Vielleicht bin ich heute nochmal live mit einem Spiel, aber ich weiß noch nicht. Den Worten sage ich, haut rein, macht's gut. Bye, bye.